So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Hier sieht man das Resultat des letzten Runs. Das probieren wir gleich nochmal. Nachdem ich rausgefunden habe, dass man nach dem Herz offenbar definitiv zu in The Void kommt, nachdem man einmal Hush besiegt hat, und das haben wir ja, werde ich jetzt nicht zwingend auf schnell spielen, aber zumindest auch nicht auf langsam, weil ich doch möglichst schnell vorankommen will. Was laber ich? Ich werde nicht auf schnell spielen, aber nicht auf langsam, weil ich doch schnell vorankomme. Wenn man merkt, dass man Müll redet. Ach, es ist herrlich. So. Ihr wisst aber, was ich glaube ich sagen wollte. Ich werde halt einfach versuchen, zu The Void zu kommen, aber dabei jetzt nicht zu viel auszulassen, weil es ja doch durchaus hilfreich sein kann, verschiedene Dinge mitzunehmen. Aber wir werden uns jetzt auch nicht ewig lange aufhalten. Also ich werde jetzt nicht jede einzelne Ebene durchspielen. Sondern wir werden halt nur das Wichtigste immer mitnehmen. Das da wäre Itemraum, Shop, falls genug Münzen da sind. Und eventuell den Geheimraum, aber ich werde jetzt nicht explizit immer wieder suchen. Was viel wichtiger wäre, wäre in Richtung Angelraum. Engelraum etwas zu bekommen, also Angel Deals. Euch, wenn ich... Das ist ja frech. Wenn ich gar kein rotes Herz habe, kann ich das nicht mal mitnehmen. Okay. Wir haben leider noch keinen einzigen Schlüssel. Naja, wir werden schon was bekommen. Ansonsten portiere ich mich einfach in The Stars jetzt rein. Mit The Stars in den Raum. So rum ist es richtig. Oh, vorsichtig. Okay. Wie gesagt, wir haben leider noch keinen Schlüssel. Hier mal kurz gucken, ob hier vielleicht ein Schlüssel rausspringt für mich oder zumindest ein nettes Trinket. Leider nein. Das ist jetzt nicht so gut. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Das war ein unschöner Treffer. Kriege ich jetzt von dem Schlüssel hier einen Schlüssel, Schlüssel? Das sind auch keine Schlüssel. Gib mir ein Trinket, gib mir ein Trinket, gib mir ein Trinket, gib mir ein Trinket, schade. So, da sind wir schon beim Bossraum. Okay, wir haben aber 3 Millionen Bomben. Dann können wir auch mal hier reingucken. Da werde ich keinen Schlüssel bekommen. Dann können wir auch mal hier reingucken. Da habe ich meinen Schlüssel. Jo. Da haben wir ein zusätzliches Leben. Das ist ganz nett. Jetzt weiß ich gar nicht, was passiert, wenn ich den Typ hier sprenge. Gibt er mir Schlüssel? Sprengt er sich in Schlüssel oder sprengt sich nicht in Schlüssel auf? Ah, Tearstone ist jetzt nicht so nice, weil das mir meine Ach, stopp, ich kann mich in den Dings noch reindingsen. Na, das hat's gebracht. Aber ist bisher kein so geiler One, ne? Jetzt warten wir mal noch das Boss-Item ab, ansonsten würde ich resetten. Ich würde schon gern mit guten Items starten in diese Geschichte. Bisher ist das hier noch nicht so ganz mein Ding. Ich meine, vielleicht sollte ich mir einfach wirklich angewöhnen, Runs, die Kacke laufen. Einfach zu Runs, die Kacke laufen, zu sagen, nope. Mach deinen Scheiß alleine. Ja, hier jetzt... Hier haben wir jetzt das Problem, dass das normalerweise Items wären, die ich sonst früher für ein Herz oder so kaufen. Jetzt bin ich sogar reingelenkt. Komm, wir resetten. Und plötzlich wird es so aufgeteilt in rote und blaue Herzen. Weil man sozusagen jetzt nicht mehr über das Herz hinaus kaufen kann. Weil früher konnte man, wenn man ein Herz hatte, konnte man für zwei Herzen einfach kaufen. Und das kann man jetzt nicht mehr. Das haben sie angepasst, freundlich ausgedrückt. Leider. Jo, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat wehgetan. Und zwar sehr. Zu sehr.
Okay, hier geht's zum Boss. Oh, hi. Oh, cool. Ach nee. Das ist so eine Bombe. Ich wollte sie einsammeln. Das ist so eine Bombe. Na gut, die kommt immerhin nicht raus. Cool. Ja, der Fat Protector ist okay. Ist nicht schlecht als Basis-Item. Ist nicht komplett schlecht. So, HP ab gibt's noch dazu, plus ein Trinket. Ach, den Türstopper. Ja, den Türstopper nehmen wir gerne mit. Der kann Vorteile haben. Und der kann auch Nachteile haben, wenn man dumm ist. Na, ihr wisst, wo ich... Yo! Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich sag vor allem Yo und weiß gerade überhaupt nicht mehr, was dieses Item macht. Es sieht einfach nur gut aus. Was bist du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bist du denn? Ah, da muss man irgendwas opfern. Konnte man das seine Familias opfern oder so? Will's aber nichts opfern. Wenn ich so ein Baby habe, kann ich es mal opfern. Das klang falsch. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Sehr dumm. Das hatte ich noch nie. Keine Ahnung, was das tut. Sharp of Glass. Oder Shard... Nee, Shard of Glass. Also eine Glasscherbe halt. Oh, nice, nice, nice. Die explodiert genau richtig. Sehr schön. Ich schaue gleich nach, was die macht, weil von selbst scheine ich es nicht rauszufinden. Wow. Ah, okay, immerhin. War dann doch was wert, das hier zu sprengen. Ich sehe da was. Ich mache das gleich mal kaputt, bevor ich es vergesse. Oh, cool. Gut, dass ich jetzt schon sämtliche Truhen geöffnet habe. Ah, das Tierstown ist nervig gewesen. Das dauert jetzt ewig, bis ich aufgeladen bin. Nicht so gut. Aber was soll's. Müssen wir mit leben. Müssen wir mit leben. Mist. Ach, wenn ich getroffen werde, dann... dann mache ich sowas. Okay. Wenn ich getroffen werde, mache ich sowas scheinbar. Dann schieße ich so Zeug um mich. Oh, und es bleibt sogar für die Ebene. Okay. Also mindestens für die Ebene. Oder es hat eine Zeit lang einen Effekt. Ich weiß es nicht. Interessant auf jeden Fall. Nicht, dass ich getroffen werden möchte. Aber interessant auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Ah, äußerst... Okay, die Tower setzen wir gleich mal hier ein, weil hier sind so viele Pilze. Die könnten mir was bringen. Hä? Was hat mich jetzt getroffen? Wait, ich habe jetzt mein rotes Herz verloren aus irgendeinem Grund. Ist das die Almond Milk? Oh, scheiße. Okay. Okay, bei Brimstone macht die allerdings jetzt sehr interessante Geschichten. Bei Brimstone macht jetzt aber sehr interessante Geschichte. Okay, ich gucke jetzt ganz kurz nach, was der Altar macht.
Weil das ist jetzt dauerhaft aktiviert, das Brimstone dadurch. Also die hat interessante Nebeneffekte. So, der Altar gehört, genau, nee, das ist Moms Box. Sorry. Der Altar gehört, ich hätte jetzt, doch genau da, zu Afterbirth Plus. Sacrifice up to 2 of your familiars and spawn a random Devil Room Item. Ah. Okay, also ich kann ein Familiar opfern und krieg dafür ein Devil Room Item. Aha, 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 aha. Aha, 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 okay. Dann warten wir doch mal, bis wir zwei Familien sind. Aber ich will eigentlich den ich um mich herum habe, will ich eigentlich nicht opfern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, vielleicht lese ich auch noch schnell. Mist. Dieser Effekt mit dem Bluten scheint auch nur zu funktionieren, solange man rote Herzen hat, ne? Man blutet die roten Herzen dann irgendwie aus. Ja, aber der Damage ist jetzt halt weg. Also ich weiß nicht, ob das... Jetzt geht's wieder los, ne? Jetzt habe ich wieder den Kack hier. Aber irgendwie verliere ich dann trotzdem noch mein Herz. Nach einer Weile, ja. Ganz merkwürdige Geschichte. Okay, zählt der jetzt als zweiter Familiar? Wir probieren es aus. Tatsache. Der zählt einfach als zweiter Familiar. Okay, ich mache hier gerade ganz böse. Ja, guck mal, hier, ne? Jetzt. Oder trifft mich das einfach selbst, das Zeug? Ich lese mal ganz kurz nach. Ich lese mal ganz kurz den Glasschad nach. Wo der herkommt. Oh, der kommt sogar aus Afterbirth Plus. Wenn man Schaden nimmt, startet Isaac zu bluten. Hinterlässt eine Blutspur und so weiter. Haben wir gesehen. Während man blutet, nimmt Isaac alle 30 Sekunden Schaden. Ah, okay. Das geht so lange, bis man ein rotes Herz aufsammelt. Oh, okay. Oh, okay. Also will ich... Oh, das ist nicht gut. Das ist eigentlich nicht gut dann. Also egal, wir probieren jetzt mal. Mich interessiert alleine schon, wie weit ich komme mit diesem lustigen Almond Milk Brimstone Effekt Variant. Ach, ich habe jetzt auch noch den Kreis um mich rum. Stimmt, ich habe den Kreis ja eingesammelt gerade eben. Was eigentlich eine interessante Geschichte ist. Okay. Der Kreis ist eine sehr interessante Geschichte um mich rum noch zusätzlich. Also Brimstone habe ich jetzt konstant und den Kreis muss ich aufladen. So nämlich. Aber die Art, wie ich dieses Brimstone halt konstant habe, oh mein Gott, es ist hell, es blinkt alles. Hilfe. Okay. Sehr mysteriös, was hier alles abgeht. Super. Muss ich aber schnell ein rotes Herz einsammeln, dass ich nicht weiter Schaden nehme. Ach so, Moment. Das geht jetzt ja gar nicht. Hey, ich kann kein rotes Herz einsammeln. Ist ja auch wieder dumm. Also muss ich warten, bis ich ein rotes Herz überhaupt einsammeln kann. Das ist ja auch wieder... Okay, jetzt kann ich es einsammeln. Das ist ja auch wieder doof. Alles ganz merkwürdig, was hier passiert. Aber also wir wissen jetzt, können wir uns merken, Almond Milk zusammen mit Brimstone, vor allem mit Azazel, ist... Oh nee, jetzt geht das wieder los. Vor allem mit Azazel ist... Oder Ansatz... ist eine interessante Kombination. Cool. Alter, ich...
Renn einfach überall rein. Tut immer noch, ne? Ja, cool. Ich bin jetzt wirklich reingerannt. Oh mein Gott. Ja, jetzt kann ich es einsammeln. Oh Gott, ist das kacke. Also, Glass Shard ist schon mal ein Item, was ich nicht nochmal einsammle. Werde ich mir wahrscheinlich nicht merken und irgendwann wieder einsammeln. Ja, super. Ach komm, scheiß drauf. Der Rand ist ja eh schon Müll. Ist jetzt egal. Ist an der Stelle egal. Hä? Ach, das ist ein Pilz. Ups. Ich habe also einen Gegnerpilz habe ich gar nicht realisiert. Mein Fehler. Moin, Fehler. Ist es... Wir haben immer noch nicht den Itemraum gefunden, ne? Nee, also Itemraum muss noch sein, sorry. Ah, hier geht's noch nicht. Hier war ich noch nicht, das ist gut. Das erhöht die Chance, dass wir den Itemraum tatsächlich noch finden. Aber geh mir doch nicht auf den Keks, ich gehe doch schon extra hier hinten rum, dass du mich nicht nervst. Itemraum. Und Shop, aber der Shop interessiert eigentlich jetzt nicht bei der Ausrüstung, die ich habe. Okay. Oh nee, es dauert 3 Jahre. Ja, mein Schaden ist halt kacke. Ja, mein Damage ist komplett down. Ich will eigentlich gar nicht weiterspielen. Ich will eigentlich gar nicht weiterspielen. Wait, war das gerade eine XL-Ebene? Nee, war schon die zweite Ebene. Ich dachte, wir haben noch eine vor uns. Nee, bin ich getäuscht. Scheinbar. Ich meine, durch das Recovering habe ich zumindest die Chance, dass wenn ich getroffen werde, habe ich gerade einen HP-Down erfahren. Oh mein Gott. Das war's komplett. Wenn ich jetzt nämlich getroffen werde, rasiert es mir erst das halbe Herz weg. Wir nehmen doch das mit, jawohl.
Jetzt ist alles vorbei. Jolul. Komm, haben wir noch ein blaues Herz hier? Kein blau. Oh, aber ein neues Item, das kenne ich noch nicht. Sollten wir. Nein! Ich wollte gerade sagen, sollten wir Geld zusammenbekommen. Würde ich versuchen, das zu kaufen, aber jetzt habe ich schon wieder versaut. Super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, das Lustige ist jetzt ja, solange das Herz nicht getroffen wird, passiert mir nichts. Wurde das Herz jetzt getroffen? Muss eigentlich. So, ich stelle mich einfach schützend vor das Herz und alles ist cool. Okay, ich blute leider weiter und ich habe kein neues Herz zum Einsammeln. Das ist jetzt nicht so günstig. Herz? Ja, das ist jetzt überhaupt nicht mehr günstig. Wir müssen mal ganz dringend nach einem Herzen gehen. Sonst hört dieser Blutungseffekt nicht auf und zieht mir mein blaues Herz noch ab. So ist gut. Bringen wir mal kurz den Kollegen, vielleicht kriegen wir noch was. Nö. Dann sammeln wir nur noch hier das halbe Herz ein. Dann gehen wir zum Boss. Chillig. Chillige Runde, auf jeden Fall. Sehr chillige Runde. Okay, eigentlich wäre der jetzt easy, weil... Der springt einfach zu mir runter. Ich wollte gerade sagen, weil der kann mich nicht treffen. Ja, okay. Sie konnte mich wirklich nicht treffen. So, ist jetzt hier wieder die komische Tür? Ja, die ist also immer da. Die ist immer da, aber wie kommt man da rein? Keiner weiß es. Doch, also es wissen schon sicherlich einige. Ich weiß es nicht. Cool. Okay, jetzt hat er geblutet. Zack. Jo, warum bist du so schnell? Wer hat dir erlaubt, so schnell zu sein? War es nicht. Halt, da ist noch eine andere Truhe gewesen. Halt, kann ich mit dem Schlüssel hier öffnen? Wie öffnet man das? Ich will doch nur wissen, wie man das öffnet. Das ist der da auch noch durchgesegelt. Das war ja frech. Versuch doch schon, das Herz zu beschützen. Ach, cool. Komm schon. Okay. Okay. Mehr Damage down. Keine Ahnung, was wir hier tun, aber hey. Es ist alles in bester Ordnung. Wahrscheinlich, oder?
So, ja, what is all this? Infested. Na komm. Was kann schon schief gehen? So. Ab zum Mom! Das kann ja nur gut gehen. Ach Gott, ey. Das Lustige ist ja, sie muss ja auf das Herz treten. Das heißt, ich bin hier eigentlich relativ safe und ich kann relativ nah an sie ran. Mit allem. Bisschen wie früher, als man den Fuß noch berühren konnte. Muss halt immer nur das Herz aus. Aber sie tritt im Prinzip auch gar nicht aufs Herz drauf, ne? Also sie visiert das Herz von selbst auch nicht wirklich an, habe ich den. Oha. Okay, so viel dazu. Okay, so viel dazu. Gut. So, was gibt's hier Hübsches? Die Bombe brauche ich nicht. Ein Leben. Das Ding. Das ist jetzt alles eigentlich nichts, wofür ich sage, ich will den Bosskampf machen. Dauert mir zu lang. Abflug. Problem ist, wir sind halt eh gleich instant tot, weil wir ja nur... Wait, habe ich nur ein halbes Herz abgezogen bekommen? Hab ich habe Wafer ja eigentlich nicht. Habe ich irgendwas dabei, was mir nur ein halbes Herz... Also, dass dir Schaden nur ein halbes Herz ist? Sorgt mein Dings, was ich hier habe, dafür? Wie Glasschad? Reduziert die den Schaden? Oder habe ich noch irgendwas anderes, was das macht? Weiß es gar nicht. Interessant auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe einen ganzen Herzschaden jetzt eigentlich. Okay, jetzt habe ich ein ganzes Herzschaden. Da war gerade irgendwas... Vielleicht Glück gehabt oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weißt du, wieso ich das jetzt eingesetzt habe? Ich glaube, mir war einfach danach. Wie ist denn das jetzt, wenn ich hier... Ach, er kann das gar nicht. Er kann gar kein Sacrifice machen. Ah. Sollte ich einmal Sacrifice probieren? Was wie... Der nix. Ups. Ja, das waren zwei interessante Ones. Also, die waren wirklich interessant. Im Sinne von... Naja, im Sinne von, wie drücke ich es aus? Wir haben neue Items kennengelernt, die wir eher nicht mehr nehmen sollten. Ach ja, schön. Nee, nee. Also ich meine, ich habe im Prinzip in dem Moment, wo ich die Almond Milk genommen habe, habe ich schon mit dem One abgeschlossen, weil ich ja dachte, die macht Blödsinn. Ich wollte mal sehen, wie sie mit Brimstone synergiert. Jetzt haben wir es gesehen. Okay. Am nächsten Part probieren wir es nochmal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.